Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Ein Sonnenblumenfeld, abgegrenzt in der Komposition, fast geometrisch, durch diesen hellen, von einem sehr, sehr dynamischen Pinselduktus getragenen Hintergrund noch hervorgehoben, so zeigt uns Egon Schiele diese unvermeidlichen Blüten mit ihren schweren, satten Köpfen, die an menschliche Figuren erinnern, anthropomorph, also menschenähnlich in ihrer Gestalt. Eine Mode, eine Usance, die auch Egon Schiele aufgreift. Gerade er, der dieses Thema von Leben und Tod durchaus auch im Sinne der Spiritualität in seinem Lebenswerk ganz, ganz stark verhandelt. Beide extreme Pole unserer Existenz werden in seinen Werken, in seinen Tafelbildern immer wieder zur Diskussion gestellt und für uns spürbar, haptisch erlebbar gemacht. Im Falle dieses Bildes sind es die verwelkenden, die marzerierenden, die förmlich sich auflösenden Strukturen dieser absterbenden Blätter. So wie Egon Schiele ganz häufig in seinen Menschendarstellungen dazu tendiert, sogar wenn er Porträts malt, eine kleine Pflanze, die schon so ein wenig am Hinübergehen in die Anderswelt wirkend einsetzt, um diese beiden dichotonen Pole von Leben und Tod zu benennen, also die Blüte als metaphorische Größe, konzentriert er sich hier auf das Zeigen der Auflösung von Sonnenblumen, die gerade noch mit ihren drallen, großen Köpfen voll der Samen vor uns stehen und doch schon nicht mehr ganz lebendig wirken. Nun ist diesem Bild noch eine besondere Geschichte eingeschrieben, die sehr viel zu tun hat mit dem Erhalten von Kunst, mit dem Pflegen von Schätzen. 1911 hat Egon Schiele dieses Werk gemalt. Er nutzt den für ihn so typischen Pinselduktus mit pastosen Farbaufträgen in das symbolistisch-expressive Hineingehen. Etwas, was heute in der Gesamtwirkung dieses Bildes nicht mehr ganz spürbar ist, weil dieses Tafelbild im Laufe der Jahrzehnte mit einer Technik, mit einer restauratorischen behandelt wurde, die heute nicht mehr State of the Art ist, also unüblich geworden ist, weil man inzwischen um die Schäden weiß, die damit herbeigeführt werden. Das Bild wurde toupiert, das heißt, es ist verdoppelt worden. Eine Leinwand auf die Rückseite unter Anwendung von Hitze und Druck mit Harzeinsatz aufkaschiert, damit das Bild besser die Zeiten überdauern soll. In Wirklichkeit, wissen wir heute, werden durch die Einflussnahme von Hitze und Druck die Oberflächenqualitäten, die Texturen der Bilder ganz häufig verändert. Und im konkreten Falle ist dies leider passiert. Das Erstaunliche daran, obwohl diese pastosen Farbqualitäten, diese unglaublich körperhaften, rauen, griffigen, diese sehr, sehr präsenten Strukturen des Farbauftrags Egon Schieles abgeschwächt wurden durch die Einwirkung von Hitze und Druck, und doch ist die expressive Kraft, die erzählende, dieses Bildes immer noch unverändert stark vorhanden. Es ist die Komposition per se und der Einsatz der Farbe, diese changierenden Nuancierungen von Grün- und Brauntönen, diese Düsternis, diese Melancholie, die die Bilder Egon Schieles so häufig atmen, selbst wenn er farbintensiv vorgeht und einen sehr breiten Farbkanon nutzt, die Wirkung dieser Farben in ihrer Gesamtheit tragen die Endlichkeit und das Absterben bereits in sich. Und so ist dieses Werk Egon Schieles, das in den Randzonen auch eine zusätzliche Nachwirkung dieser alten, inzwischen nicht mehr üblichen Restauriertechnik aufweisen, nämlich eine leichte
Abdunkelung und Verfärbung durch die Nachwirkung des Harzes, das durch die Bilderschichten hindurchwirkt. Und doch, das Werk Egon Schieles ist so kraftvoll, ist so ungeheuer ausdrucksstark in seiner Erzählkraft, dass das Werk aufgrund der Komposition und des Materialeinsatzes nach wie vor ungeheuer erzählend und in seiner Auratik fesselnd ist. Nutzen Sie die Möglichkeit und die Gelegenheit, diese Erzählung, diese Diskussion, dieses Thema, das Egon Schieles Werk wie ein roter Faden durchzieht, nämlich unsere individuelle Ähnlichkeit. Man könnte auch sagen, das Vanitas-Motiv, die Memento Mori-Idee, die seinen Werken so oft innewohnt, hier in diese Sonnenblumen, die hier wie eine Ausschnittssequenz aus einem Feld, das im Spätsommer kurz vor der Ernte vor uns steht, berichtet und verhandelt wird. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich der Aura dieses Bildes auszusetzen und lustvoll schauend sich der Ähnlichkeit der Menschlichen anzunähern. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen in der Österreichischen Galerie Belvedere.